Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Alex und herzlich willkommen bei Beats and Beats. Heute ist wieder Release Friday und ein Song hat mir wirklich ganz besonders gefallen, und zwar der von Bad Moms J. Checkst du? Und ganz gern würde ich in der Art und Weise einen Beat erstellen. Lass uns am besten direkt loslegen. Ich glaube, wir fangen an mit einer Glocke. So, ich habe hier was. Hört sich jetzt erstmal doof an, aber mit so einem Halftime drauf. Und dann mit dem RC20. Ich würde da ganz gern irgendwie so eine Automation reinhaben. Shaperbox. Das ist geil, das hat irgendwas. Eine Hi-Hat. Ja, die könnte gut passen. Okay, Clap. Mit einer sehr guten, harten 808. Beim Beat müsst ihr auf jeden Fall immer darauf achten, dass die Bassdrum auch nicht zu tief ist, dass man gar nicht mehr die Information versteht, welche Note das überhaupt hat. Es sei denn, das ist wirklich von euch explizit so gewollt. Versucht es immer so zu pitchen, dass man auch die Bassinformation versteht. Dass man hört, dass der Bass die und die Note hat. Ansonsten hat der Bass nicht wirklich viel Sinn. Wenn ihr dann zu tief irgendwo hier unten... Keine Ahnung, was ist das für eine Note? Aber wenn man zu hoch geht, hört sich das natürlich nicht mehr so geil an, nicht mehr so druckvoll. Es muss halt die goldene Mitte sein. Okay, geil. Okay, ich brauche eine sehr gute Kick. Die Kick sollte schon relativ sanft sein, weil die 808 extrem hart ist. Also die cleane Kick, die gefällt mir wirklich immer. Jetzt kommt natürlich sehr, sehr hart das Ganze rein. So, und dann würde ich ganz gern mit der Strophe beginnen. Und zwar würde ich jetzt wieder diese Melodie um das Doppelte runter pitchen. Und zwar immer nur in der Strophe. Halftime drauf. Automation schreiben und wir machen den erstmal aus und jetzt an, und das kommt jetzt nur in der Strophe sozusagen. Jetzt schreibt er nicht mehr, jetzt wird er nur noch befolgen, was wir hier hinkritzeln. So, nachdem ich hier ein bisschen Ordnung reingebracht habe, so leichte Struktur, sage ich mal, und die Glocke, da sind sehr viele Effekte drauf und Halftime und so weiter, und immer wenn ich eine Pause machen möchte irgendwo, funktioniert das nicht, aus dem Grund, weil die ganzen Effekte noch weiterarbeiten, Hall und. Das Beste, was man da machen kann, man markiert alles und sagt dann Render in Place mit aktuellen Einstellungen. So, und wir haben jetzt anstelle von MIDI haben wir jetzt Audio-File, und diesen Audio-File kann man wesentlich besser bearbeiten. Für euch einmal zum Zuhören, was hier passiert ist. Das ist ja die Bridge. Und dann der Schluss, dann fährt man runter. Und wenn man hier richtig ordentlichen Flow hat, dann ist es so ein Kopfnicker-Ding. Und dann kommt die Strophe. Genau, und die Strophe, die wird dann mit der Bassdrum. Die 808 wird wesentlich schneller. Das ist das Refrain. Und in der Strophe geht's dann. Genau, jetzt mache ich ein bisschen Mastering. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Da muss ich dann, euch damit nicht quälen.
Also ich habe mich noch entschieden, ein Piano mit reinzusetzen in die Hook. Irgendwie würde es mir mehr gefallen. Ich bin dann auch schon fertig mit dem Beat und ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen. Ein sehr einfacher Beat, wirklich ein Sample genommen, den runtergepitcht, mit vielen Effekten versehen. Den Drums passiert sehr viel, die Hi-Hats, Snare und so weiter. Da wird es einmal doppelt so langsam, dann kommt wieder Tempo rein durch die 808. Für euch vielleicht ganz kurz, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt als Beatmaker, als Produzent, dann nehmt irgendeinen Song, den ihr extrem feiert, irgendeinen Beat und versucht den nicht nachzumachen, aber die Art und Weise zu verstehen, wie er erstellt wurde. Nehmt genauso irgend so ein Sample oder versucht oder erstellt selbst so einen ähnlichen Sample und dann versucht zu verstehen, wie die Struktur ist, wie das Ganze aufgebaut wurde, das Tempo, was passiert in den Strophen, was passiert im Refrain und so weiter und so fort. Und so werdet ihr auf jeden Fall so schnell, wie es nur geht, wie es nur möglich ist, euch weiterentwickeln. Das kann ich jedem ans Herz legen. Hier war auch bei mir der Gedanke, dass ich das nicht abkupfere, sondern halt verstehe, wie haben das die Produzenten gemacht, denn die haben das wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr genial gemacht. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, gebt den ganzen Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Video.